Maher el-Gohari und seine 14-jährige Tochter heute Morgen vor dem Staatsgerichtshof in Kairo. Sie wollen das Recht erstreiten, Ägypten zu verlassen. Die Polizei hatte ihnen die Ausreise verweigert aus Schikane, wie sie sagen. Seitdem wir zum Christentum übergetreten sind, ist unsere Zukunft zerstört. Wir werden diskriminiert. Ich glaube nicht, dass wir Recht bekommen. Obwohl sie schon vor Jahren zum Christentum konvertierten, sind sie offiziell immer noch Muslime. Denn die Behörden weigern sich, den Religionswechsel in den Ausweis einzutragen, obwohl das laut Verfassung möglich wäre. Die Goharis leben versteckt in Kairo. Mahas Tochter wurde gezwungen, den islamischen Unterricht zu besuchen. Und weil sie offiziell immer noch Muslima ist, kann sie niemals einen Christen heiraten. Außerdem haben sie Angst um ihr Leben. Wir werden laufend bedroht. Radikale Sheikhs haben dazu aufgerufen, unser Blut zu vergießen. Wir haben Angst vor den ungebildeten Leuten auf der Straße. Tatsächlich gilt der Abfall vom Islam in den Augen vieler Fanatiker als todeswürdiges Verbrechen. Die Verdammung der Sheikhs kann als Mordauftrag gedeutet werden. Einer ihrer Wortführer, Yusuf el-Badri, dessen Fatwas, religiöse Gutachten von den Konvertiten, besonders gefürchtet werden. Gott hat uns befohlen, diejenigen zu töten, die den Islam verlassen. Laut Badri ist der Wechsel zum Christentum eine Todsünde. Auch Bishoy Bulos war zum Christentum konvertiert. Laut Pass ist er immer noch Moslem. Bishoy beschuldigt die Sheikhs, aber auch den Staat. Die Sheikhs haben dazu aufgerufen, mich zu töten. Mein Haus wurde angezündet, man hat auf mich geschossen. Wenn sie uns töten, wird die Regierung die Mörder nicht bestrafen. Nach Angaben der koptischen Kirche sind es Hunderte, die vom Islam zum Christentum konvertieren wollen, aber der Staat verweigere die Anerkennung und schüre das Klima der Angst. Selbst der Innenminister hat in einem Brief geschrieben, der in einer Zeitung veröffentlicht wurde, Konvertiten sollen getötet werden. Wer jedoch vom Christentum zum Islam übertreten möchte, ist hoch willkommen. Die Anerkennung und der Eintrag im Pass erfolgen sofort.